Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Drakensagen. Ich werde hiernach noch ein Part aufnehmen, aber ich werde euch jetzt halt nur einen hochladen. Ich muss mal kurz Audio überprüfen. So. Ja. Im letzten Part haben wir hier die Zottelquest abgeschlossen und sind auch endlich aus Moorbrück rausgekommen. Und ja, wir haben hier noch eine Kiste vergessen. Sehe ich gerade. Also ich wollte eigentlich nur zu dem Händler dort gehen mal kurz. Und zu ihm auch mal kurz gucken. Aber wir haben hier eine Kiste vergessen. So. Wir werden uns nämlich jetzt einiges ausrüsten müssen, bevor wir weitergehen. Ja, wirklich einiges müssen wir machen. Okay, der hat nur Holz und sowas. Ihr wünscht etwas über den Bogenbau zu erfahren? Ja, okay, alles, was wir ihm verkauft haben, eigentlich fast. Kriegsbolzen, Jagdbolzen, nö. Okay. Gut. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten und dann in der nächsten Folge werden wir nach hier zum Hesinde-Tempel gehen und dem Drachen Bescheid sagen, so, ja, wir haben es geschafft, bliblablub. Okay, da ist nix. Wir brauchen echt noch irgendwas, womit wir uns ausrüsten können. Ich weiß nicht, ob jetzt neue Ausrüstung in der Grafenstadt verfügbar ist. Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich weiß nicht, ab wann die ihr Sortiment neu machen. Ach so, wir müssen noch den Bestellschein, das machen wir jetzt auch noch. Bring den Bestellschein, hole den Bestellschein vom Wirt Dings, bringe den Bestellschein zurück. Ja, okay, dann müssen wir noch zurückbringen. Was hat Gladys eigentlich Neues bekommen? Okay, die hat eigentlich schon alles ausgebraucht, denke ich mal. Also warte mal, haben wir die Quest eigentlich schon abgeschlossen? Ja, haben wir. Gut, okay. Dann die Truhe haben wir schon geöffnet. Ich gucke jetzt immer hier nochmal nach. Hier ist der Rüstungshändler, da unten geht's zur Grafenstadt, da werden wir auch gleich hingehen. Wir brauchen echt neues Zeug. Das bin ich. Okay, Gladys hat es schon. Ein Tellerhelm, ja. Ferulana, ein Tellerhelm, aber das will ich eigentlich nicht machen. Wartet mal kurz, wir können ja die hier. Ah, kann nur vom Hauptcharakter benutzt werden. Also können wir aber unsere Stiefel nicht mehr benutzen, yo. Vorher, der unten hatte Stiefel. Ja gut, okay, wir gucken einfach mal unten. Ja, wir haben ja wieder ein bisschen Geld angesammelt. Da können wir ja ein bisschen mal gucken, was wir da so haben. Und auch, was wir noch so herstellen können. Vorgrim muss ja auch bald mal was herstellen können. Dann müssen wir nach Fuhrmannsheim. Da ist, glaube ich, der Schmied. Der dürfte in Fuhrmannsheim sein. So, jetzt haben wir mehr Schutz für unsere Beine. Jetzt haben wir 3 Schutz, weil die bieten uns nur 2 Schutz. Der Magierstab ist teuer, aber ich würde den gerne behalten und den Vulkandolch eigentlich auch.
Was Elegantes, ein Rapier oder sowas. Folgt mir. Ja, sie hat schon ein Rapier. Okay, dann. Dann passt das erstmal oder sollte erstmal passen. Wir können eigentlich nicht so viel an unserer Rüstung schrauben. Können wir halt leider erstmal echt nicht. Ist die Truhe? Ja, die ist offen. Okay. Der hat schon einen Kettenhemd. Warte mal, Lederwams. Ja, den haben wir schon. Okay, okay. Eine Sturmhaube, eine Kettenhaube. Nö, ich will Rolana irgendwas geben, aber ich will ihr nicht sowas hier geben. Das ist alles irgendwie ein bisschen... Ich will nicht sagen kacke, aber warte mal kurz, wir nehmen mal kurz... Das war mega teuer, nein, zurück. Wir werden erstmal kurz den Tellerhelm nehmen. Ich will mal gucken, was der mir bringt. Kopf 3, Kopf 2, ja okay, würde ich sagen Kopf 2 und sie, wie sieht sie damit aus? Sag mal her. Nö. Amazone voraus. Aber sie braucht irgendwas für ihren Kopf. Dann kriegt sie jetzt den Tellerhelm, das ist mir jetzt egal. Also, sorry, dass es jetzt ein bisschen kacke aussieht, aber sie braucht irgendwas für ihren Kopf. Willkommen! Sag her, nö. Nichts, was wir gebrauchen könnten. Zumindest nicht jetzt. Stiefel und Zeug, was wir nicht brauchen können. Okidoki. Gut, dann geben wir jetzt den Brief erstmal ab, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber hier steht, bring den Bestellschein zurück. Also wir müssen ja noch zurückbringen. Das werden wir auch tun. Also wir müssen das erstmal auch tun. Ja, Ugdanhafen. Da müssten wir auch dann das ganze Ding zurückbringen können. Denke ich, wie gesagt, mal. Also ja, und dann sollte sich auch mal das Angebot... Ach, da können wir auch noch reingehen zum Wurwasch oder wie auch immer. Und da hat er keine Aufgaben mehr für uns. Kommt später wieder. Gerade gibt es nichts zu tun. Achso, das haben wir also schon getan, okay. Ja, okay. Herzlich willkommen. Na, dann zeig mal her. Zwergenstahl ist cool, aber das können wir uns nicht alles leisten. Zwergenstahl ist halt wirklich mega cool. Den brauchen wir aber erst später, wenn wir in die Dings gehen. Fingerfertigkeit, Mut, Ring der Gewandtheit, Doppelmesser. Körperzuschlag 13,2. Schaden W1 plus 6, wenn ich mach. W1 plus 5. W1 plus 5 bei Körperkraft 14. W1 plus 6 bei Körperkraft 14. Der sieht halt besser aus, aber der viel mehr bringt der mir eigentlich auch nicht. Das ist halt das Problem. Das meiste sieht halt nur gut aus, was die verkaufen. Okay, sie brauchen wir später auch noch. Also da sollten wir mal was tun. Den will ich jetzt nicht anquatschen. Also wenn wir irgendwo noch 75 herkriegen könnten, 75 Dukaten, dann würde ich mir den holen. Aber so, also mal Dealbrack, was hast du zu verkaufen? Sag mal her, was du so hast. Den 12. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Stilett. Eine Einhandwaffe. Oh, Keule, Zweihandwaffe. W3 plus 4, oh mein Gott. Aber kostet 121 Dukaten ist halt. Ko-
Kopf 1, linker Arm 2, rechter Arm 2. Oh mein Gott, das sollte ich mir eigentlich auch noch holen, aber... B1 plus 6, Einhandwaffe. Ja gut, das können wir nicht gebrauchen. Brust 4, Bauch 4, Rücken 4, linker Arm 3, rechter Arm 3. Ja, dann müssen wir noch gucken. Also wir brauchen noch einiges an Geld. Ist da oben was, was wir kaputt machen können? Nö, leider nicht. Okay, wir brauchen echt noch einiges an Geld. Also mit dem könnten wir uns ein bisschen verbessern, mit dem Zeug, was er hat. Mit den zwei Sachen. Dann könnten wir das Lederding auch weitergeben. Ja, nein, können wir eigentlich nicht. Aber der Rest hat eigentlich nichts mehr, womit wir uns verbessern könnten. Oder hast du noch irgendwas? Nö, außer nochmal halt einen Flügelhelm, aber sonst... nichts, was wir jetzt gebrauchen könnten. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt kurz nach Fuhrmannsheim. Was wir so schmieden können. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch diese Folge schon zur Drachenqueste, weil es hat sich echt mega gar nicht gelohnt. Muss ich halt echt sagen, es hat sich wirklich mega nicht gelohnt. Das ist halt leider das Problem, dass es sich so mächtig gar nicht lohnt manchmal. Aber dann gehen wir halt, wie gesagt, wirklich mal zur Drachenqueste und gucken mal, ob wir dort irgendwas kriegen. Da müsste ja auch die Inquisition sein. Warte mal kurz. Ach ja, okay. Eigentlich gesagt, dass ich was aufnehme. Na gut. Also die Person, die mir gerade geschrieben hat, sollte das eigentlich wissen. Geht jetzt nicht! Hab ich aber eigentlich vorher schon gesagt. Da ist der Schmied. Was hat er uns anzubieten? Nix. Der Schmied von Fu. Ja, nix außer Gegengewichte. Okay. Nicht so aus, als nach Fische, Fische, Fische. Jetzt seid doch Flusskarpfen, so. Anbarsche Plätzen, alles sein. Was Schuppen hat, findet ihr. Könnt ihr nicht noch eine Münze locker machen? Tretet näher. Eine Münze. Frische Fische, erst ihr seht heute nicht Morgen. So aus, als nach dir am Hungertuch. Jetzt seid günstig doch nicht so. Und gut. So, jetzt gucken wir mal, was die so hat. Das magische Amulett für 30... Ach komm, Magierstab, Vulkandolch weg. Was hat die noch zu verkaufen? Die Jagdbolzen werden wir gut gebrauchen können. Warte, Stab des... Gib her, Junge. Mädel. Das bin ich. Oh mein Gott. Vielleicht ist der jetzt mehr wert als ein Heller. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am... Fünf Dukaten! Ja, tschüss. Die behalten das sowieso alles. Fische, jetzt seid Fische, doch Fische. Nicht so. Ein Heller wird doch... Tretet näher. Ja, okay, das... Fische, Fische. War's schon. Ihr seht nicht so aus, als... Hey, nur gucken. Wenn ihr was anfasst... Jetzt seid doch nicht so. Tschüss. Ein Heller wird doch noch drin sein. Gebt doch noch eine Münze. Ihr seht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch. Gebt noch eine Münze. Nein, ich geb dir keine Münze. Ein Heller wäre noch drin gewesen, wenn du mir nicht die ganze Zeit. Wenn du mich nicht die ganze Zeit so nerven würdest, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Also so auf den Sack gehen, habe ich auch noch nicht erlebt. Ja doch, eigentlich schon. Bei dem Typ schon mal, aber. Pff, ja. Gehen wir ab zum Priusplatz und dann werden wir, zum Tempel gehen und erstmal sagen, ja, Drache, Typi, wir haben es geschafft. Yeah!
Dann werden wir doch noch dahin reisen heute. In diesem Part, dass wir wenigstens ein bisschen was geschafft haben. Aber Zunderschwamm ist halt nicht viel wert. Ich mach das schon. Hier in diesem Spiel ist Zunderschwamm nichts wert eigentlich. Im anderen Drakensang. Also im zweiten Drakensang-Teil ist Zunderschwamm eine Menge, oder was heißt eine Menge, aber du kannst mit Zunderschwamm halt ein paar Dukaten schon rausschlagen. Da habe ich schon mal 3-4 Dukaten rausgeschlagen. Du musst halt jeden Zunderschwamm explizit sammeln und ja, halt einfach zum Typen, der halt Zunderschwamm braucht, wofür auch immer, verkaufen. Und ja. Das ist halt immer das, oder diese Sache. So. Gehen wir schnell rein. Komm. Deswegen werden meine Parts auch ein bisschen länger, weil die Ladezeiten länger sind. Wie kann ich behilflich sein? Wieder wie. Willkommen zu. Ich traf Rakorium vorhin auf dem Weg zu eurem Haus. Und er erzählte mir von eurem Erfolg in Moorbrück. Damit habt ihr die erste Prüfung des Orakels erfüllt. Ja, ich bin bereit. Lass uns beginnen. Komm. Die erste Queste wurde erfolgreich bestanden. Und dies sei die zweite der drei Prüfungen. Wo der Berge Antlitz einst in Rot getaucht, wo das Dunkel waltet in der falschen Sonne schein, hausen des alten Wiener voll des hohen Mutes. Mit der Schlangenfrau geraubtem Wissen lassen sie des jungen Wahn gedeihen. Errettet werden muss dies alte Wissen, um zurückzukehren an seinen angestammten Platz. Unrag Garum. Unrag Ignia. Nun denn, das zweite Rätsel ist ausgegangen. Ja, diese Rätsel ist bereit. Seid ihr bereit für eure Aufgabe? Ja, könnt ihr mir erneut behilflich sein? Das Orakel sprach vom gestohlenen Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau, vom gestohlenen Wissen der Schlangenfrau. Die Schlangenfrau. Hier kann es sich bei meinem, kann es sich bei meinem Dafürhalten nur um die ehrwürdige Hesinde selbst handeln. Welches Wissen gemeint sein soll, da bin auch ich überfragt. Wo der Berg Antlitz eines Rot, Antlitz einst in Rot getaucht. Dazu fällt mir eigentlich nur ein Ort im Kosch ein. Die Festung zu Blutberg. Sie liegt in einer bergigen Region des Dunkelwaldes. Ihren Namen verdankt sie wohl den vielen blutigen Schlachten um den Fels. Ja, okay, komm. Komm, ja, da gibt's Hexen. Okay. Sorry, aber das ist jetzt ein bisschen länger. Wir reisen einfach dahin und dann werde ich euch das erklären. Also er hat halt gesagt, ja, wir müssen jetzt zur Feste Blutberg gehen. Weil das ist der einzige Ort, den er kennt. Und da ist der Dunkelwald, weil er auch irgendwas von Dunklem gesprochen hat. Und wir sollen uns in Acht nehmen, denn dort gibt es Hexen. Ja, ob... Ihr werdet gleich sehen, was damit gemeint ist und wie und was wir genau machen werden. Denn dort, wo es Hexen gibt, ist die Kirche nicht weit. So viel so schon mal dazu. Also nur, dass ihr das schon mal wisst. Wo Hexen sind, ist die Kirche nicht weit. Das ist ein guter Spruch, ein guter Leitspruch, der auf die damalige Zeit eigentlich gut passt. Wo Hexen vermutet werden, ist die Kirche nicht weit. Da kommt die Kirche sofort und nimmt die fest oder verbrennt sie oder was auch immer. Und Avestreu und Blutberg liegen gar nicht mal so weit auseinander. Blutberg ist, glaube ich, die Festung vor... Avestreu ist, glaube ich, das Örtchen vor der Fest... Also das gehört zur Fest... Keine Ahnung, wie das ist. Auf jeden Fall. Hier ist Avestreu und da ist Blutberg. Also das ist gar nicht so weit auseinander. Geht quasi fast zurück an die Anfänge. Naja, fast in Avestreu liegen die komischen Tiere.
die man leicht besiegen kann und hier eher nicht so ganz. Ich glaube, ich hätte mir das Ding doch holen sollen, diese eine Waffe. Naja, gut. Wir kriegen das schon irgendwie... Oh, sorry. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir mal kurz auf 44 Leben erhöhen bei mir. Gute Entscheidung. Na klar. Ich versuche mein Bestes. Ja, jedem ein, zwei Leben erhöhen. Hulana passt schon so mit dem Leben. Eigentlich bräuchte die auch noch eins mehr. Wo sind wir hier nur gelandet? Braucht mehr Steine. Da oben ist die Feste. Ja, und ab hier ist übrigens der Blind Part, weil ich das ewig nicht mehr gespielt habe und mich ewig nicht mehr so oder mich gar nicht mehr so gut auskenne und alles. Hey, du da. Du willst doch nicht etwa hinauf zur Burg, oder? Da kommt nämlich niemand rein. Aber wenn du gerne lange Aufstiege magst, bitte. Keiner? Meinst du, ich gelange auch nicht in die Ruine? Und was hoffst du wohl, jemand wie du dort zu finden? Es soll da ein großer Zwergenschatz verborgen sein, den will ich haben, aber erzähl es nicht weiter. Sagen wir die Wahrheit oder sagen wir nicht die Wahrheit? Ja, wir sagen die Wahrheit. Dann haben nicht nur wir Schwestern, Saturias bemerkt, dass in der Ruine Seltsames vor sich geht. Hör zu, ich bin eine Hexe des Dunkelwaldes. Vielleicht können wir dir helfen, in die Ruine zu gelangen. Aber eine Hand wäscht die andere. Na gut, was willst du? Die Inquisition soll nicht, die Prios-Diener haben ein Lager aufgeschlagen. Bring mir von dort den Messwein, damit ich ihn mit einem Fluch belegen kann. Du findest den Wein wahrscheinlich in einer Reliktkiste. In Ordnung, ja, du sollst den Messwein haben. Ja, okay, wenn ich das wüsste, würde ich das Gesöff selbst holen, Bruder. Sag nicht Bruder, ich bin nicht dein Bruder, Alter. Auf bald, und Bruder muss los. Ich habe nichts dagegen, ein bisschen Spaß zu haben, indem wir der Hexe helfen. Na das? Mehr Reisende. Ronkwa hatte recht. Dieser Wald ist wirklich eine Goldgrube. Heda, legt eure Waffen nieder und gebt uns all euer Gold. Dann wird euch vielleicht nichts passieren. Vielleicht? Nicht so schnell. Dieser Wald gehört Humbert und nicht Ronkwa. Und du hörst mir mal gut zu. Ignorier die Vogelscheuchen da und mach einfach, was wir dir sagen, klar? An Franco, was hältst du davon, wenn wir die Vogelscheuche gemeinsam fertig machen und dann teilen wir uns die Beute? Haha, habt ihr das gehört, ihr Schwächlinge? Jeder dahergelaufene Abenteurer will euch jetzt schon die Herrschaft über den Wald streitig machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir deine Hilfe überhaupt brauchen werden. Schaut dich doch mal an, die quickenden Welpen. Ja, so, jetzt geht's halt. Mach nicht mit Räubern gemeinsame Sache. Ich nehm's mit euch allen gleichzeitig auf. Das schaffen wir leider nicht. Da hört man doch gerne. Also gut, Leute, ihr habt es gehört. Zeigen wir den Humberts. Ja, okay. Die können wir nicht angreifen. Ja gut, wir könnten eigentlich auch alle alleine fertig machen. Ich dachte, da kommen noch mehr, aber... Ja, okay, die noch, aber... Wir hätten auch alle allein fertig... Sache in die Hand. Wir hätten noch alle allein fertig machen können, aber... Nein, du gehst auf den drauf. Rezeption. Da! Alle mal hergehört. Für die Königin. Aufgepasst. Für Rondra. So, und ich noch und dann ist gut. So jetzt. Gar nicht schlecht für so eine halbe Portion.
Du solltest dich mal bei unserem Anführer Ronkwa melden. Der hat sein Lager bei der Furt im Nordwesten. Ich zeichne es dir auf der Karte ein. Oder warum gehst du nicht gleich und machst den Humbert kalt? Der und seine Leute lagern ganz im Norden. Bekomme ich gar keine Belohnung? Werd nur nicht frech. Solltest froh sein, mit heiler Haut davon gekommen zu sein. Ja. Wir nehmen uns unsere Belohnung einfach. Da liegt doch was rum, was Schönes. Oh, der hatte nichts dabei. Ja, super. Wow. Ja, ganz große Klasse. Wir haben nichts gewonnen. Eine Messwein, da ist der Ronkwa und da ist Räuberhauptmann Humbert und die Burg. Ja gut, also Humbert machen wir nicht fertig. Zu Ronkwa gehen wir später. Wir werden erstmal den Messwein uns unter den Nagel reißen. Habe ich zumindest vor. Wir müssen aber erstmal diskret sein und leise. Jetzt hätten wir Quano mitnehmen sollen anstatt Vorgrim. Naja. Lux Vobiscum, ihr betretet das Lager der Inquisition. Was ist euer Begehr? Ich suche einen Weg, um durch den Zauberwall in die Ruine zu gelangen. Ach, der Sonnenzug will das... Auch der Sonnenzug will das ruchlose Zauberwerk. Ja, was kann ich tun? Ja, eine Hexe. Dieses Hexenweib wird bald... also gut, ich mache es, wenn wirklich so eine Ausgeburt der Finsternis ist, wie ihr sagt. Zu einem Mord wollen die uns aufstacheln? Bei Fix, nein, danke. Preyers zum Gruß. Im Tieren von Feigen wollte ich nur einmal schauen, was ihr hier treibt. Ja, tschüss. Hey, ja? Was ist? Ich meine, ihr sagt, du verkaufst Vorräte. Kann ich mal euer Angebot sehen? Ja, okay, zeig mal her, was der hat. Der hat echt nix. Die Kirche ist nicht so geil. Hey, ja? Was ist? Ja, wir tun, ich will dir keine Scherereien machen. Mich dürstet nur ein wenig nach einem Schluck Wein. Ach, ich würde alles für das sinnliche Traumblut geben. Misserfolg. Wow. Na klar. Weißt du was, Gladys? Gewandtheit. Hey, ja? Was ist? Warum sagst du immer hey? Hä? Vergiss es, was man denn Hühner in dem Lager des Sonnenzuges? Was glaubt ihr denn? Ah, okay. Kistenbewacher und Hühnerwart. Was für ein Ehrenmann. Ach, der hat halt nichts anderes zu tun, Mann. Halt, erst die Kisten. Ich weiß ja nicht, ob der gleich losstürmt, wenn wir die Hühner freilassen. Und Rolana, du sei mal nicht so frech zu dem Typen, der uns gerade die Freiheit schenkt. Okay, er stürmt nicht gleich los, das ist in Ordnung. Hey, ja? Was ist? Die Hühner sind entlaufen! So. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Gut, also daran kann ich mich noch erinnern, aber an alles andere nicht mehr. Das sind Wölfe. Okay, die machen wir jetzt nicht fertig. Ich werde zur Sicherheit erstmal speichern. Solange wir noch können. Oh. Wahrscheinlich müssen wir den Messwein auch wieder dahin zurücklegen. Aber ich glaube eher nicht. Wenn nicht... Gut, wenn ja, scheiße.
Gut, dass wir nicht alle genommen haben. Es wären ein bisschen zu viele gewesen. Ach, weißt du was, Rulana? Waffen. Ja, dasselbe. Ja, das passt so. Hier ist der Messwein. Oh, weil wir wollen die Hexen nicht kaputt töten, Alter. Ah, hier wird eh gespeichert. Okay. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes. Gute Frau, ich präsentiere dir den Messwein. Frag bloß nicht, wie ich an ihn herangekommen bin. Ist dir, das wird ein böses Erwachen für die Sonne. Hör zu, wenn du wirklich wünschst, dass dich die Hexen des Dunkelwaldes hinter die magische Barriere bringen, dann solltest du jeder einzelnen, einen Gefallen erweisen. Es soll dein Schaden nicht sein. Such meine Schwestern auf. Ja, alles gut. Alles gut. Zweitens, im Wald stehen alte Bäume, die unser Schwesternschaft heilig sind. Die Sonnendiener verdammen diese Hexenbäume als Höllenwerk und wollen sie vernichten. Wo immer sie stehen, wenn du auf Sonnendiener stößt, die einen solchen Baum fällen wollen, musst du sie vertreiben. Beeindrucken, dass du bis 2 zählen kannst. Ich werde sehen, dass wir den Bäumen... Wenn sich mir die Sonnendiener in den Weg stellen, werden sie ihr letztes Gebet sprechen. Hast du alle Hexenbäume von den Äxten der Inquisition gerettet? So suche mich wieder auf. Ich warte dort drüben hinter der Brücke. Ja, gehabt dich wohl. Tschüss. Die ist mir so ein bisschen suspekt. Ich habe also richtig gehört. Ihr seid ein Verräter, ein Ketzer und ein Hexenfreund. Praios Zorn soll euch zerschmettern. Praiovin, lauf zum Großinquisitor und bringe ihm die Kunde. Ihr anderen folgt mir. Zum Angriff. Darf ich euch eine Sache sagen? Ihr habt nur Ramsch zu verkaufen und die Hexen können mich wenigstens hinter die Barriere bringen. Ja, Lappen. Hier, bitteschön. Ach ja, wir sind ja mit den Hexen im Bunde, dann dürfen wir auch diesen hier benutzen. Lass das mal Vorgrimm machen. Astus. Ja! Warte mal, wie sieht das aus mit der? Na klar. Ja gut, die kriegt nicht so viel ab. Attacke! Amazone voraus! Für die Königin! Das bin ich, Rondra! Ich versuch mal. Doch, ich bin umgehauen, okay. Hier, Vorgrim. Geh mal auf sie drauf. Gute Entscheidung. Rulana, ab auf sie. Und Gladys, mach weiter. Komm schon. Wir werden das wohl hinkriegen. Praios Geweihte wird sterben. Und nein, Gladys ist... Ach nein, nur umgefallen, okay. Bei Angrosbart. Aufgepasst. Das bin ich. Natürlich bei Angrosbart. Bei wem denn sonst? Bei Angrosbart und für Aldo. Für was anderes tun wir das hier nicht. Ja! Für der Sieg ist unser. Natürlich. Aldo hätte gewollt. 5 Dukaten und ein Rabenschnabel. Coole Sache. Also die Prioten doch zu was gut, wenn wir sie abschlachten. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Erst Ramsch verkaufen und dann... Ja, Morla, dann da ist der Hexenbaum. Da ist Saphira. Ja, da sind die ganzen Hexen und der Hexenbaum. Ja, wir haben einiges zu tun jetzt. Also langsam erinnere ich mich doch wieder ein bisschen. Aber ich weiß nicht mehr, was wir für alle Hexen tun müssen. Ich habe echt keinen Plan mehr. Also das weiß ich nun wirklich nicht. Aber an Morla kann ich mich erinnern, an die Hexenbaum-Quest. Saphira, keine Ahnung, ob wir uns an die ändern können. Alvene,
die weiß ich auch nicht wirklich. Die Burg und die Räuber, ja. So ein bisschen was kommt langsam so wieder, wenn man das spielt. Aber man weiß halt echt nicht. Oh je, da sind die Prioten. Die Prioten! Bei meiner Axt! Jetzt wird's Amazone voraus. Die für Isotopen! Die Königin, für Rondra! Haha, oh. Gehen die einfach zu besiegen. Hey Jungchen! Mit deiner Scheißrüstung. Gut, wir könnten auch eine Prajotenrüstung, wir hätten auch eine Prajotenrüstung kriegen können. Aber darauf hatte ich jetzt keinen Bock. Und die im Lager alle ausschalten will ich jetzt nicht machen. Wir gehen jetzt noch schnell zur nächsten, ich sag mal, Stadt in Anführungszeichen. Und dann werden wir auch erstmal den Part für heute beenden. Ah, da sind noch ein paar Prajoten, die wir töten müssen. Ich nehme die Sache in die Hand. Kurkum! Na klar. Dann los, würde ich sagen. Attacke! Meint ihr? Gladys, ich habe den hier gemacht eigentlich. So. Lass das mal Vorgrim machen. Alles klar. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Okay, mehr Ausdauer. Wir müssen uns mehr Ausdauer nehmen. Egal, man kann hier viele besiegen. Das ist das Gute daran. Da kriegt man viel mehr Punkte, wie wenn man die blöden Hexen besiegen würde. Und, Leute, was noch ein Vorteil ist, geh mal weg. Hey! Man bekommt einiges an Geld. Man bekommt wirklich einiges an Geld. Können wir uns auf Ausdauer noch ein paar Punkte... dran erinnere ich hier Ausdauer? Nö, leider nicht. Da haben wir nur 33 Ausdauer. Der Rabenschnabel dürfte einiges wert. Warte, W1 plus 4 und da haben wir W1 plus 5. Ja, okay. Der ist sogar Einhand, oder? Jo, Einhandwaffe. Ja, dann brauchen wir den nicht. Dann ist der uns scheißegal. Oh, einfach ein paar Prajoten töten. Ich mag die Kirche sowieso nicht. Also zumindest damals mag ich die Kirche sowieso nicht. Heutzutage, ja, es geht. Zumindest die evangelische Kirche, die katholische Kirche, was die so macht. Es gefällt mir auch nicht alles 100%, aber pff, wenn ich darüber sprechen würde, das würde dauern ohne Ende. Und YouTube würde das nicht so gerne sehen. Vielleicht wird das Video dann auch gesperrt werden und da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, wenn wir das hier machen würden, dass sie es sperren würden oder dass sie halt den Ton abschalten würden dann. Oh, da sind zwei Bären. Zwei. Oh. 819 sind wir hier in, was weiß ich, Vorwahlbezirke oder einfach Bezirke einfach. Was sag ich, Vorwahlbezirke. Sind wir hier in, was weiß ich. Neuer Bezirk. Ah, eine Händlerin. Da können wir unser Zeug verkaufen. Gut. Halt. Also, solange wir schon da sind. Zeigt mir mal eure Waren, bitte. Zunderschwamm, weg. Messer, weg. Knüppel, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, drei Dukaten. Ein Dukat. Ein Dukat. Yeah. Yeah, mehr Geld. Seife brauchen wir jetzt nicht. Jägerhut, Bärenfalle und nur irgendwelches komisches Zeugs, was wir nicht brauchen. Gut. Hört sich gut an. Das hört sich doch sehr gut an. Ja, dann können wir im nächsten Part sogar schon
bisschen einkaufen gehen. Würde ich nämlich sagen. Also in Ferdok einkaufen, dann müssen wir halt wieder zurückreisen. Folgt mir. Das macht mir aber in dem Fall nichts aus, muss ich sagen. Weil wir werden einfach, Stahl, warte mal. Du bekommst den, du bekommst das Holz. So, ja, dann werden wir echt im nächsten Part, können wir so viel einkaufen gehen. Warte mal, Gladys, was hast du zu tun? Oder? Oh, fein. Laber nicht rum, vielleicht hat die dich jetzt gehört. Nein, okay, gut. Nur ein dämlicher Silberring. Ja. Nämlich Silberring, Nüsse und Fusseln. Ja, super. Warte. Das bin ich? Ja. Okay. Wir müssen oben noch gucken, was es gibt. Weil, also das machen wir hier noch fertig und dann werden wir den nächsten Part aufnehmen. Und wenn alles fertig ist, werde ich euch gleich noch ein Part hochladen. Also ihr werdet das... Heute, den Part werdet ihr heute noch zu Gesicht bekommen. So, hier, tschüss. Zwiebel, was? Was? Ach, Zielwasser, ich habe Zwiebelwasser gelesen. Wow. Als ob die hier Zwiebelwasser hätten. Also, da stinkst du aus dem Mund wie noch was. Diese Räume, die wir fertig gemacht haben. So, machen wir den hier. Die Sachen hier nehmen wir auch gleich noch mit. Da ist noch ein Fass. Das nehmen wir auch gleich mit. Oh mein Gott. Ja, da können wir doch noch eine kleine Einkaufstour machen, würde ich sagen, im nächsten Part. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Seid ihr der Verwalter? Ja, ich verwalte den Gutshof für den Baron. Früher haben die Barone selbst von der Burg aus regiert, aber das ist lange her. Der aktuelle Baron lebt in Ferdok und war schon seit Jahren nicht mehr hier in der Gegend. Das Einzige, was ihn kümmert, sind die Einnahmen aus der Forstwirtschaft. Mir soll das recht sein. Mögt ihr den Baron nicht? Nein, das hat damit nichts zu tun. Aber wie die meisten Bewohner des Dunkelwaldes bevorzuge auch ich ein ruhiges und einfaches Leben. Und was kann es da Besseres geben als einen Herrn, der einen walten lässt, wie man will, solange die Einnahmen stimmen? Na, da hat er recht. Da hat der gute Mann ja recht. Geht mal weg. Hol mein Holz, das kriegt wieder Rulana. Okay, dann haben wir nichts zu verkaufen gefunden. Holz und Holz. Na, die Halsabe behalten wir auch. Gladys, nimm du sie. So. Gehen wir rein in die Küche. Warte mal. Wenn der Besitzer ist, dann müssen wir den gleich noch ausrauben. Das hier nennt man Küche, weil hier der Koch arbeitet. Das bin ich. Und du sagst. Ich habe hier ein Päckchen mit Koschamon. Ich habe hier ein Päckchen mit Koschamon-Zungen. Hättet ihr da vielleicht Interesse? Koschamon-Zungen, lasst mal sehen. Tatsächlich. Also normalerweise wüsste ich niemanden hier im Gutshaus, dem ich das Zeug vorsetzen würde. Aber in ein paar Tagen kommt der Baron zu Besuch. Und wenn ich ihm diese Spezialität servieren könnte. Also gut. Ich würde euch sagen, mir 10 Dukaten. Ich weiß nicht so recht. Da bekomme ich doch sicher mehr dafür. Dann verschwendet nicht meine Zeit. Folgt mir. Okay. Das bin ich. Da muss Gladys ran. Wenn da nichts Gutes drin ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, für 10 Dukaten. Gewandtheit. Hier, Fingerfertigkeit, genau.
kann die gute Frau jetzt sehr gebrauchen. Ja. Alte Brötchen. »200 alte Brötchen behalten wir, den Rest werden wir verkaufen.« »Wir haben diese Truhe geöffnet, für alte fucking Brötchen.« »Okay.« »Gleich noch den Baron ausrauben und dann war's das erstmal für den Part.« Ach, »So, dann werde ich euch erstmal den nächsten Part...« aufnehmen, weil ich habe gerade richtig Bock auf Drakensang. Habe ich halt gerade wirklich. Mir. Okay. Dann würde ich sagen, was ist erstmal für den Part? Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.